Wir gucken uns jetzt von Bunkerhumor das Video Die größte Gefahr für die Naturensöhne, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Seven vs. Wild Parodie mit Naturensöhnen. Ich habe so doll Bock drauf. Ja, ich auch. Ich bin sehr gespannt, Alter, wie das Anzeigebild auch ist. Ja. Das könnt ihr jetzt gerade nicht sehen, aber es ist großartig. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein und lassen uns überraschen. Oder Alaska. Ich bin jetzt kein Fachmann, aber macht man nicht so? Wenn ihr wissen wollt, was heute weggefällt wird. Lol? Was? Mutter? Wenn ihr wissen wollt, was wir heute kochen, dann bleibt dabei! Okay, dass er unsere Stimme und so gemacht hat, ist ja schon mal mega lustig. Oh Gott, was ist das für ein Spiel? Ist das, weiß ich, früher hat man sowas mit Garry's Mod gemacht, aber ich glaube, das ist es nicht. Keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Vielleicht weiß es jemand im Chat, aber das ist ja schon mal großartig. Ich hoffe, er hat das die ganze Zeit gemacht. Ich hoffe, er hat unsere Stimmen so genommen. Das ist ja geil. Naturensöhne versus Vibe. Also Vibe ist halt einfach nervig. Also so würde ich es jetzt einfach mal zusammenfassen. Aber ist ja auch logisch, ne? Wir sind ja nicht dumm, Leute. Wir sind ja nicht dumm. 24 Stunden zuvor. 3 Stunden nach der Aussetzung. Der Werkzeugkoffer. Ich sehe jetzt schon, das ist ein ganzes Vorder gebaut, oder was? Vor allem drei Stunden nach der Aussetzung. Werkzeugkasten steht auch da. Nee, na klar. Ja! Ey, ich fühle mich auch sehr akkurat dargestellt, muss ich mal ehrlich sagen. Ich bin auch sehr zufrieden, muss ich sagen, ja. Richtig geil. Ich sag mal so, es funktioniert. Ich wollte Cheddar kacken. Das Basecamp steht. Yes! Ja, genau, Alter! Ja, also, ganz ehrlich, nach 3 Stunden will ich da schon mehr stehen haben in Kanada als das. Das ist ja lächerlich. Alter. Richtig, richtig gut, ey. Und es hält noch. Was steht jetzt an, Andi? Feinbau, wir brauchen Essen. Wir haben richtig Hunger, wir wollen Fleisch. Ich bin echt gespannt. Ich bin auch gespannt. Was? Hä? Okay. Scheiße. Das ist geil gemacht, ey. Was denn für eine Arbeit ist. Die Sounds rauszusuchen, Alter. Vor allem, wie machen die das? Gucken sie sich die Videos an, nehmen sich dann so bestimmte Soundfiles und denken sich, damit kann man was machen und... Oder machst du vorher den Text und suchst dir dann raus, was du brauchst? Das ist ja gestört. Gute Frage eigentlich, ne? Stimmt. Weil wenn du dir irgendwas ausdenkst, dann hast du doch nicht die Sounds für, scheiße. Das ist ja völlig krank. Auf jeden Fall geil. Kleiner Downer. Man kriegt nichts gefangen, man findet irgendwie auch nichts zum Sammeln. Es gibt einfach nichts. Nahrungssuche ist schon tricky. Aber es macht schon was mit dem Kopf. Aber jetzt sei mal gesagt, also ist alles handelbar. Völlig sinnlos. Vielleicht auch einfach den ganzen Wald anzünden, dann ist ja kein Wild hier mehr da. Das haben wir hier im Stream gesagt, ne? Ich glaube ja. Und du hast das Essen direkt auf dem Boden liegen. Bitte stopp! Hä, jetzt wirklich? Das kann ein echt sehr doll mürbe machen. Mir ist zu komisch, zumute. Ich war unvermutet. Wann ist das denn passiert? Das hast du auch im Stream, glaube ich, gesungen. Mute. Das ist halt ein Lied, was mein Vater immer gesungen hat. Ist das lustig, da Alter? Was in der Luft. Ein ganz besonderer Duft. Mir ist so komisch am Hacken. Ich glaube, ich muss kacken. Da liegt was in der Luft. Hast du Larry gesehen? Ich glaube, der ist unten am Fluss. Oh, Alter. Ach du Kacke.
Wasser, ganz, ganz wichtig. Meine Damen und Herren, es sieht aus wie Urin. Lol? Wann? In welchem Kontext hast du das denn gesagt? Keine Ahnung, ey. Ist ja verrückt, ey. Mega! Mal ganz ehrlich, ich find's wirklich auch geil. Es ist ein Scheiß, Alter. Ja, und so kann man halt einfach Leitungswasser trinken und hat aber trotzdem einen leckeren Geschmack. Kann man durchaus trinken, auf jeden Fall. Ja, ich kack direkt. Durchfall, Schmerzen. Absolut schon Arsch. Alleine kacken gehen im Wald, Anni, in der Nacht ist nicht. Das war auch am Stream. Ja, ja. Oh. Ey, das ist ja richtig toll. Alter. Wir sind aktuell nicht die Fittesten. Nachts kann es kalt werden. Nächste Gefahr, Unterkühlung, Kälte. Und was brauchen wir zuerst? Richtig, ein Feuer. Und dafür bereiten wir jetzt alles vor. Feuer anmachen schon mal richtig, richtig schwer. Boah, krass! Oh, krass. Unser Camp rein? Das ist bestimmt im Regelwerk verboten. Nein. Was? Das ist bestimmt im Regelwerk verboten. Geil, Alter. Kann man auslösen? Ach komm, ein bisschen Spaß kann man haben oder was? Ich glaube, so lange haben wir noch nie gebraucht für ein Feuer, ne? Das nächste Mal bei Naturensöhne versus Wild. Wir haben heute was ganz Besonderes vor. Und zwar was, Andi? Ein bisschen Survival-Scheiß machen. Aber die sollen wohl eigentlich ganz entspannt sein. Wie ich aus, ein bisschen Survival-Scheiß machen. Alter, ist so geil. Das ist ja richtiges Gold. Ach, der hat hier schon richtig... Ist ja Bombe. Direkt mal rein subben und liken. Freunde, da gucken wir uns jetzt aber wirklich auch jeden Stream jetzt mindestens ein Video davon an. Das ist ja richtig lustig. Auch schön knackig kurze Videos, feier ich hart. Ist das genial, Alter. Ey, was das für Arbeit macht. Also wirklich, saubere Arbeit. Ja, also das ist ja wirklich... Habt ihr gut gemacht. Richtig, richtig geil, ey. Völlig krank. Wie heißt der Kanal? Der Kanal heißt Bunkerhumor. Ja. Korrekt. 3700 Abos, ey, da müssen wir jetzt mal alle reinsubben hier, Leute. Ja, also ich habe direkt auch einen Sub dagelassen, ja. Like dagelassen, schaut auf jeden Fall vorbei, da steckt ein wirklich ganzer Arsch voll Arbeit hinter, ey. Oh. Bunkerhumor, okay, krass. War das witzig. Ist ja, Das ist ja grandios. Toll, ne? So mit den, wie Fresh Ducks, auch super. Ja. Geil. Es ist... Und ich finde, das ist auch eine schöne Form der Wertschätzung, wenn man in sowas dann halt eingearbeitet wird. So, ja, ich, ja. Also, war großartig. Schönes Ding. Was der für Soundfiles rausgesucht hat, das sind so... Das ist ja geil. Das ist bestimmt im Regelwerk verboten. Ja. Oh, ja, schön, Junge. Schön.